Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video zur Micronos C-Round. Und in diesem Video wollen wir uns einmal mit der Einrichtung beschäftigen. Dazu habe ich die C-Round App aus dem Store installiert, hier einmal ein Konto für mich eingerichtet, Namen und gewisse Grunddaten über mich eingegeben. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie die Einrichtung so funktioniert. Wir müssen sicherlich an der Uhr noch nachträglich Bluetooth. Nein, Bluetooth ist ein. Versuchen wir einmal. Das Ganze durchzuführen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich vorher. Nee, er findet sich selber. Okay, wählen Sie einen in der Liste. Das tun wir und klicken auf Nächstes. Kopplungsanfrage. Muss ich hier einen Schlüssel eingeben? Koppeln? Nö. Verbunden. Eine kleine Information, die ich in meinem ersten Video nicht gegeben hatte. Die Uhr hat einen Lautsprecher. Das heißt, das Geräusch, was wir gerade gehört haben, kam von der Uhr. Wenn wir uns jetzt also die Bluetooth-Einstellungen angucken wollen würden, würden wir die Uhr sehen. Und wir können jetzt mit den ersten Informationen beginnen, die wir hier so sehen. Also alles das, was die Uhr gesammelt hat im Bereich Aktivität, nämlich noch gar nichts. Ich habe die Uhr gerade erst ausgepackt. 0 Schritte, 0 Entfernung, 0 Kalorien und 0 Stunden Schlaf bisher. Ich könnte hier Erinnerungen einstellen, Benachrichtigungseinstellungen und allgemeine Einstellungen. Das heißt, ich kann hier festlegen, welche App auf der Uhr mir Nachrichten natürlich senden darf oder welche ich überhaupt sehen möchte. Und man kann hier diverse Einstellungen für das Ziffernblatt zum Beispiel machen und. Auch einige Sachen, die man hier in der Uhr durchführen kann. Das Ziffernblatt ist nicht das Standardziffernblatt, welches vom Hersteller kommt, sondern eines, was ich schon mal als Probe umgestellt habe. Aber okay, wie man sieht, die Einrichtung jetzt hier mit meinem Handy war relativ komplikationslos mit der App möglich. Ich musste nicht viel machen, außer einmal meine E-Mail-Adresse und ein Passwort angeben. Das war es dann aber auch schon an wirklich sehr, sehr sensiblen persönlichen Informationen, und mein Gewicht und meine Größe finde ich jetzt nicht so schlimm. Alles Weitere geschieht jetzt in der App. Das gucke ich mir ein wenig an und zeige es in einem späteren Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.